Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Patty von kartinvestor.de und heute machen wir das neue Yu-Gi-Oh! Set Amazing Defenders auf. Außerdem habe ich ein paar wunderschöne alte Karten angekauft. In letzter Zeit kommen wirklich die schönsten Dinge rein. Ich muss euch das einfach zeigen. Ich habe nur ein paar Highlights mitgebracht. Ich würde gerne noch ein separates Video dazu machen, weil es sind wirklich viele wunderschöne Karten dabei und vor allen Dingen alte Karten. Und kurz zu dem Set, also bis jetzt habe ich noch nichts Gutes darüber gehört und es scheint wirklich der Ladenhüter des Lichtes zu werden, aber wir müssen uns selber davon überzeugen, ein, zwei coole Collectors Rares kann man auf jeden Fall ziehen und es wird halt wieder so sein, dass wenn man die Decks, die da drin enthalten sind, spielen will, dann ist es auf jeden Fall ganz nice, aber ansonsten für die große Masse denke ich, dass es eher weniger interessant wird, aber ich sag's mal so, am Ende des Videos machen wir nochmal ein Fazit dazu und spätestens im Livestream am Sonntag, da werden wir dann ein bisschen davon aufmachen und dann werden wir auf jeden Fall sehen, wie die Pull-Weights sind und was wirklich gut ist und so weiter. Und müssen wir uns auf jeden Fall anschauen, Leute, wo wir schon mal beim Thema sind. Jeden Sonntag, auch diesen, live auf YouTube, 14 Uhr. Wir machen Pokémon Yu-Gi-Oh! One Piece auf ohne Ende. Ihr könnt dabei mitmachen, euch einkaufen. Einfach nur reinschreiben, wenn ihr nicht einkaufen wollt. Seid einfach dabei, es macht wirklich immer Spaß, Leute. Ihr könnt auch während des Streams einkaufen. Ist alles in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei, weil es ist wirklich einfach cool, Leute. Ein bisschen chatten, wenn ihr Fragen habt oder so. Könnt ihr alles reinschreiben und dann würde ich sagen, Leute, starten wir mal mit dem Opening. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier wieder 7 Karten pro Pack, das heißt 6 Rares, eine Holo garantiert. Bei den letzten Sets, die so aufgebaut waren, war es immer so, dass man in der Regel 3 Ultras hatte, beziehungsweise 2 Ultras plus eine Collectors Rare, wenn man Glück hatte. Ich hoffe heute einfach, dass wir eine Collectors ziehen, dann bin ich schon zufrieden. Und ich frage mich echt, was hier steht, Leute. Also, ich glaube, also es sind so Anspielungen auf Tiere oder Katzen oder so, positiv, schnurrende Freundespower oder so, ich weiß es nicht, Leute. Bevor wir das jetzt aufmachen, ziehen wir uns noch kurz die Karten rein, die ich angekauft habe. Wir haben hier einmal die 3 Götterkarten aus der GBI Ultra-Rare-Variante. Habe ich schon länger gesucht, die in Secret sind noch wesentlich seltener, aber feiere ich auf jeden Fall. Dann hier eins meiner persönlichen Highlights, Leute, und die Karten wirklich, beziehungsweise der hier, ist wirklich Nirmin des Lichtes, da Boosterfrisch, kein Kratzer hinten oder so, unfassbar guter Zustand, erste Auflage aus dem ersten Set, Englisch, nicht Ami, sondern europäisches Englisch, aber wunderschön. Dann haben wir noch ein Raigeki, das leider, hat leider ein paar Kratzer auf dem Bild, aber auch erste Auflage, die mystische Elfte in nahezu perfekten Zustand, man könnte sie wirklich graden lassen, so schön, auch wunderschön, Leute. 2000 Defense, man kommt nicht dran vorbei. Dann haben wir den Elfenschwertkämpfer, ich liebe ihn einfach, beste Karte überhaupt auf Deutsch. Der ist nicht perfekt im Zustand. Dann haben wir Starterdeck, Kaiba, meine absolute Lieblingskarte. Einmal Englisch, einmal Deutsch, erste Auflage. Das ist wirklich meine Lieblingskarte, Leute. Im alten Laden habe ich mir den von meiner Frau an die Wand malen lassen. Dann haben wir einen Random Basic Glurak und noch das rechte Bein von Exodia. Auch LOP, erste Auflage, perfekter Zustand. Ich bin so gerastet, wo ich die gesehen habe, Leute. Also wirklich so eine coole Geschichte auch wieder. Es ist schon wirklich wild, wo ich die habe. Also ich kann euch das gerne im Stream erzählen. Das ist wirklich eine lustige Geschichte. Und ab nächste Woche müssen wir auch die Fake-Karten wieder reinbringen. Ab nächste Woche gibt es immer die Karte des Tages. Ich habe jetzt leider die Fake-Karten im Laden vergessen. Aber dann schauen wir mal rein, was wir hier Schönes ziehen können. 24 Packs und die Mission ist einfach nur eine beliebige Collector's Rare, am besten One for One zu ziehen. Unsere erste Karte ist schon was älter. Dann haben wir Rescue Ace. Oh Mann, Mikano Kagura und Mewa Mikanko. Nikanko hört sich ganz cool an, keine Ahnung, was das heißt. Aber ich weiß nur, dass einer bei uns, der gute Moritz, das Ganze spielen will. Dann haben wir den Card Trooper, liebe ich die Karte. Limiter Remover, Removal, okay. Beste Karte. Mikanko Fire Dance. Okay, dann haben wir, keine Ahnung, Rescue Ace. Das sieht ja schön aus. Das hätte eine Ultra Rare sein müssen, sieht ja klasse aus. Ah, das habe ich auch schon mal gesehen. Ah, Preparation of Rites, sehr, sehr gute Karte, Vorbereitung der Riten, einfach ein saftiges Plus 1, beste Karte damals bei Necros. Und Heavenly Gate of the Mikanko ist unsere erste Ultra Rare. Okay.
Ich finde es ein bisschen hart bei diesen Sets, dass nur 3 Hits drin sind. Ist wirklich sehr, sehr wenig. Dann haben wir hier Gizmek. Overlay Regen. Okay. Boah, der sieht aus wie Daigusto Emerald. Okay. Legendäre Karte. Ah, ich freue mich schon, wenn ich das die nächsten 20 Jahre einfach im Lager habe. Piri Rice Map, die war ja im Warbers of Legend drin. Rescue Ace, hätte ich nicht sagen dürfen. Sehr illegal, Leute. Aber ich habe Bock zu streamen. Der letzte Stream ist ja ausgefallen, leider. Aber ich habe richtig Bock. Wir haben dann das neue Pokémon-Set, Zenith der Könige. Einer für einen, nice Karte. Paar ETBs und so, paar V-Boxen haben wir auf jeden Fall am Start. Ich denke sogar Deutsch und Englisch, hoffe ich auf jeden Fall. Ansonsten halt das Set. Und ich habe noch ein paar schöne Sachen eingekauft. Bisschen One Piece, aber leider nur japanische Produkte. An deutsche kommt man ja nicht mehr, beziehungsweise englische. Sehr schöne Karte. Ich glaube, die ist auch auf dem Cover drauf. Epoly Happiness. Rescue Ace Monitor. Ah, oh, die Karte ist aber ganz schön kaputt da hinten. Ah, Mikanko. Und Overlay Regen. Okay. Ich hoffe, dass nicht wieder so viele kaputt sind wie bei dem letzten Set. Da war wirklich auch extrem, extrem Maschinenduplizierung. Und Hari the Sword Mikanko. Eine Ultra Rare bis jetzt nur. Ach, wir müssen einfach eine Collectors Rare ziehen. Komm schon, Baby, let's go. Und nochmal Mikanko Feuerdance. Ah, es wird schwierig, davon viel aufzumachen. Ich sag's euch, man will halt vielleicht die ein oder andere Collectors Rare ziehen. Aber ansonsten... Oh, wir haben... Boah, okay, habe ich gar nicht... Normalerweise sieht man das immer direkt durchschimmern. Deswegen war ich jetzt sehr, sehr verwundert. Der sieht eigentlich so aus wie der Typ, der in Toon Chaos drin war, Leute. Ich sag's euch, also... Ich dachte, ist das der gleiche oder ist der nur sehr, sehr ähnlich? Okay, ist aber nice. Freue ich mich. Das ist sehr, sehr schön, Leute. Oh, das ist Pokémon-Hülle. Oh, ist nicht schlimm. War sehr unerwartet gerade. Sehr unerwartet. Collectors Rare im ersten Display nehme ich auf jeden Fall mit. Ordentlich. Also ich frage mich, was in dem anderen Display drin ist. Das würde ich am liebsten auch gleich noch aufmachen, weil ich habe gerade schon eins geöffnet. Habe aber so viel Blödsinn geredet. Also ich habe noch keinen Booster aufgemacht. Ich habe nur angefangen, dass ich das löschen musste. Ah, Leute, viel zu wild. Viel zu wild. Also wenn ihr wüsstet, was für eine Arbeit dahinter steckt, bei mir auf jeden Fall ist es so, weil ich wirklich einfach immer so lange brauche, bis das Video einmal läuft. Aber egal. Dann haben wir Isolde, Two Tales of the Noble Knights. Sehr schöne Karte irgendwie. Ansprechendes Artwork. 2 Kriegermonster, ist relativ leicht zu beschwören. Noble Knights gibt es auch schon ewig und 3 Tage. Früher waren die super unbeliebt. Da gab es dann so eine schöne Box mit so einer Matte und so. War eigentlich ganz cool. Da gab es dann zum ersten Mal Platinware, beziehungsweise das einzige Mal, dass es das überhaupt gab. Und war eigentlich eine nice Box, aber ich weiß nicht, warum das so unbeliebt war. Keiner wollte das haben. Das war extrem günstig bei GameStop dann sogar zu haben und so richtig, richtig reduziert, weil das keiner gekauft hat. Ich glaube, mittlerweile ist die Box aber auch schon teuer geworden. Dann haben wir... Das ist doch safe in Toon Chaos auch drin gewesen. Das heißt, Toon Chaos ist jetzt komplett tot. Oh Mann, erstmal das Crystal Revenge hat das schon hops genommen und jetzt das Set nimmt den ganzen Rest weg. Dann haben wir die 3. Ultra Rare Mikanko Water Arabesco. Jetzt ist noch die Frage, ob wir noch eine Ultra Rare ziehen oder ob der Spot eingenommen wurde durch die Collectors Rare. Ist relativ wichtig, weil wäre natürlich schön, wenn man jetzt trotzdem noch 3 Ultras ziehen würde. Noch 4 Packs über. Gucken wir mal nach, Leute. Let's go. Epoly Beauty. Okay. Okay. Kann man feiern, das Deck. Kann man feiern. Gibt es immer wieder diese Decks mit so süßen Karten. Ist eigentlich auch immer beliebt. Der sieht krass aus. Den haben wir doch eben auch schon gezogen, oder? Mensch. Bin wieder komplett lost. Okay, Baby. Können wir noch eine Ultra Rare ballern oder eher nicht so? Ah, sieht schlecht aus, Leute. Sieht nicht so gut aus. Das ist das letzte Pack. Dann haben wir nochmal den Roland. Und nochmal einer für einen. Ah, das ist doch nicht der gleiche, lol. Roland und Renault. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ganz nice, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, wenn man eine Collectors Rare zieht, kann man immer zufrieden sein bei diesen Sets. Aber ich muss wirklich sagen,
Es ist sehr schwierig, weil es ist einfach nicht viel drin. Also ich kann euch auf jeden Fall nicht empfehlen, davon viel aufzumachen. Ich bin immer der Meinung, egal was rauskommt von Yu-Gi-Oh!, kauft euch ein Display oder zwei, vielleicht auch drei, einfach aufmachen, ein bisschen Spaß haben, sein Glück mal versuchen, vielleicht irgendwas Cooles ziehen, aber bei dem Set würde ich es wirklich nicht übertreiben. Also es geht jetzt gar nicht um Plus ziehen oder so, um Geld zu machen oder sowas, aber ein bisschen Spaß muss immer sein. Man hat manchmal auch wirklich Glück, wenn man wenig aufmacht. Ich empfehle euch nur nicht viel zu öffnen. Und das Ganze jetzt unbedingt wegzulegen auf lange Sicht, sehe ich auch nicht wirklich einen Hoffnungsschimmer drin. Alleine schon, weil die Collector's Wares einfach nicht gut genug sind. Da sind bei den anderen Sets, die jetzt rauskamen, wesentlich bessere Karten drin. Sowas wie in Grand Creators war, glaube ich, TT drin, Solemn Strike. Und einfach Karten, die auf lange Sicht immer gut sind. Hier ist einer für einen, das war es auch so ziemlich. Es ist wirklich eher ein sehr schwaches Set. Also bin ich ehrlich, Leute, wenn ich das Ganze jetzt mit einer Tierlist machen würde, wäre das ziemlich weit unten. Ansonsten, was soll ich euch noch großartig erzählen, Leute? Ich habe Bock, euch die ganzen alten Karten zu zeigen. Ich habe hier wirklich, guckt euch das mal an, die ganze Kiste voll. Das sind nur LOB-First-Karten. Ich muss euch das zeigen im Stream oder so. Ich habe so viele LOB-Karten gekauft und so weiter. Ich habe ein paar Sammlungen gekauft und die eine Sammlung bestand nur aus LOB-Karten. Nur. Sonst nichts. Und ach, viel zu heftig. Ich habe Bock, euch das zu zeigen. Ich bin schon seit Jahren dabei, ein Master-Set zu vervollständigen von LOB. Aber es ist kaum möglich, weil ich will halt nicht in pur oder so die Karten haben. Also ich sammle eigentlich nur Niemann-Karten. Ich habe sogar dann versucht, auch in schlechteren Zuständen das zu sammeln, aber es ist einfach nicht möglich, Leute, das zusammenzubekommen. Aber jetzt sind wir einen großen Schritt näher am Ganzen und ich würde euch das gerne zeigen, vielleicht mal bei YouTube durchgehen und dass man dann vielleicht nächstes Jahr nochmal guckt, wie viel dazugekommen ist, weil die Sachen sind schon wirklich sehr selten. Aber dann würde ich sagen, ich bin für heute raus. Bis Sonntag, meine Lieben. Und, ach, das habe ich vergessen. Ab Freitag streamen wir wieder auf Twitch. Ganz wichtig, Leute, One Piece Turnier, am Samstag dann die Yu-Gi-Oh! Turniere, abends noch ein bisschen Talk im Laden, was da so abgeht und so. Also schaut gerne auch auf Twitch vorbei und dann war es das aber auch wirklich von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.